So, da bin ich wieder. Es geht weiter mit der nächsten Mission. Jetzt kommen auch schon die Bonusmissionen. Da bin ich sehr gespannt. Die waren bis jetzt alle ziemlich cool. Gehen wir rein. Die 12. Mission. Wir nähern uns dem Ende. Einsatzbesprechung. Im System befindet sich ein Transportschiff mit einem speziellen Generator, der Fluktuation im Raumzeitkontinuum verursacht, damit das Aufladen des Antriebs verhindert. Die Zerstörung dieses Generators ist nun von oberster Priorität. Oh. Störsenderschiff? Alter Schwede. Okay, das geht ja relativ zügig los hier. Wieder einen zweiten Energiegenerator. Fährt denn der hin? Oder muss ich da einfach hin oder was? So, die bleiben an Ort und Stelle oder was? Die zermatsche ich doch gleich erstmal dann. Wahrscheinlich, sobald ich die angreife, kommen die dann zu mir. Abgesehen von dem Schiff hier. Es bewegt sich auch nicht. Das heißt, ich muss da hoch irgendwie bauen und die zerstören. Okay, das heißt, diesmal kommen die nicht zu mir, sondern ich muss zu denen. Das ist interessant. Das ist interessant. Wirklich interessant. Ich hätte doch vielleicht noch ein bisschen Zeit, den kann man aufrüsten. Erstmal legen wir uns Leitung für die Ressourcen und dann müssen wir nach oben sowieso bauen. Dann können wir das hier wieder abreißen. Sagen, bauen wir direkt gleich noch einen Energiegenerator im dritten. So, die werden wir mal brezeln, mal gucken, was passiert. 8 Sekunden, dann können wir die hier wegnudeln. Dann nehme ich mal an, sobald ich irgendwas angreife, kommen die hier angeeiert. 5000, alter Schwede, da muss ich schon extremst viele Raketen haben. Also die Raketenreichweite, das wird, glaube ich, nicht unbedingt von hier aus reichen. Aber es könnte sein. Was passiert. Erst einmal passiert rein gar nichts.
Das heißt, wir müssen tatsächlich... Wir sind jetzt diejenigen, die hier angreifen müssen. Okay, interessant. Doch jetzt irgendwo einen Energiespeicher hier mal reinsetzen. Also eigentlich muss ich doch nur warten, bis die Cooldowns wieder ready sind und die dann einfach alle zerstören, oder? Das müsste doch theoretisch gehen. Aber wenn ich das Ding angreife, werden die sicherlich irgendwo Nachschub schicken, nehme ich mal an. Ich habe nicht genug Energie, das ist ein bisschen ätzend. Warte noch, bis der fertig ist. Ja, jetzt läuft es langsam. Wie weit müssen wir bauen, um das Schiff angreifen zu können? Reicht das? Nein, wir müssen noch weiter bauen. Dann baue ich mal hier noch einen Energiegenerator. Da oben werde ich jetzt mal aufs Korn nehmen. Okay, sind nicht alle kaputt, aber die könnte ich noch zerstören. Die oben hat ein paar Jäger zur Begleitung. Okay. Speicher nicht aufrüsten, Tatsache. Das machen wir nochmal. Den rüsten wir auch auf. Der ist fertig. Müssen wir uns hier jetzt noch eine Stufe höher und dann müsste es eigentlich reichen, oder? Ja, dann kann ich ihn angreifen, gut. Also machen wir hier jetzt eine Verteidigungslinie. Sicher, aber jetzt werde ich mal ein paar Laser noch stationieren.
Ding bekommt schon mal keinen Schaden, okay. Die haben ganz knapp keine Range. Ah, oh, ist das bitter. Da muss ich die sogar aufrüsten jetzt. Der hat doch eine Range. Ich kann nur die drauf schießen. Jetzt bewegt er sich weg. Ich komme immer noch nicht. Ja, ich würde mal sagen, dass das zwar mal was anderes war, aber doch relativ einfach, weil halt keine Gegenwehr da war. Ich weiß nicht genau, was die hier hinten machen. Aber Hilfe sieht anders aus. Tschüss! Ja, das war einfach. Da können wir gleich noch eine Mission dranhängen, würde ich sagen. Das war relativ einfach. So, jetzt können wir Bonusmissionen machen. Die 12.1 und die 12.3. Wir können direkt die 12.3 machen. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. 3 Punkte. Können wir die Ressourcen schneller wieder bekommen. Ich möchte jetzt das Energiefeld erstmal haben. Obwohl, ist eigentlich wurscht. Ist nicht so, als würden wir hier keine Punkte mehr bekommen. Ja, ich mach mal weiter. Die Folge ist ja relativ kurz. Dann würde ich sagen, machen wir doch am besten die 12.1 zuerst. Einsatzbesprechung. Mehrere mysteriöse Transportschiffe erscheinen plötzlich im System. Eines der Transportschiffe öffnet die Ruffrequenzen. Im Dialog stellt sich heraus, dass die kleine Transportflotte ebenfalls von einer KI gesteuert wird und ebenso versucht, die Quelle des Phantomsignals aufzuspüren. Die KI der Transportschiffe bietet das Schiff, sie bis zum Ziel zu eskortieren. Zu einem Planeten in einem System ganz in der Nähe. Okay, Escort-Mission wieder. Okay. Da sind Minen, das heißt, die werden da irgendwann angreifen. Hier sind wir. Wir sind sowieso ganz schön weit nach unten dran. Fällt mir gerade so auf. Gefährlicher, aber die Minen sind jetzt erstmal. Wichtiger Energiegenerator. Scheiße, das fängt ja schon mal gut an.
Laser. Einen fucking Raketenwerfer. Noch einen Energiegenerator bauen. Am besten auch gleich noch einen Energiespeicher. Ein paar Minen. Darf ich nicht vergessen, dass ich natürlich auch weiterbauen muss, ne? Oh fuck. Oh shit. Noch an der Stelle noch ein paar. Da muss ich Ionenkanonen bauen. Bei mir ist es einer. Was sind ja mehrere Schiffe? Scheißen Dreck. Ach du Dreck. Ja gut, dann bringt das natürlich jetzt erstmal nichts mehr. Ach du Scheiße, es sind ja drei Schiffe von denen. Fuck, ich muss weiterbauen. Ich darf hier nicht lange rumtrödeln. Weil da unten die Minen kommen. Energiegenerator.
muss die Hosenscheiße mal langsam erledigen, ansonsten habe ich ein Problem. Nach hinten müssen wir ja nicht mehr bauen, eigentlich. Den belassen wir mal, aber den hier können wir zum Beispiel mal einen Recycling-Laser. Und den auch. Den Raketenwerfer könnte man noch hier lassen. Genau wie den, die sind immer ganz nützlich, aber den Laser können wir doch schon wieder recyceln. Keine Energie mehr. Das ist natürlich scheiße jetzt. Wir haben hier die Kanonen, das ist nicht das Problem. Hier auch nochmal eine Ionenkanone setzen. Eigentlich kann ich hier sogar noch eine Ionenkanone setzen. Wir haben genug Energie, um das zu bewältigen. Was ist denn das dritte Schiff? Das sind schon drei oder was? Ach, der andere ist gleich durch. Ach du Scheiße, da geht's ja noch weiter. Hab ich gar nicht gesehen. Oh fuck. Steht noch ein bisschen nach vorne ziehen. Okay. Scheiße, da machen wir meine ganzen Dinger kaputt. Blöde Saudi! Aber ich glaube, das haben wir, das sieht gut aus. Ich glaube, das haben wir geschafft.
Popelfresse da unten wird dann, glaube ich, keine Probleme mehr machen. So, ich schätze mal, wir haben es geschafft. Der dritte ist auch durch. Das war auch wieder so ein bisschen, wenn man so jetzt so ein bisschen schon die Mechanik versteht, und die Ionenkanonen sind echt stark. Alter Fee, alter Schwede, die Ionenkanonen. Wie stark die sind. Okay, 12.1 ist abgeschlossen. Ich gucke mal auf die schlaue Uhr. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich weiß gar nicht, beende ich das Spiel jetzt hier in dieser Aufnahmesession? Ich glaube, die Chancen stehen gut. Ich weiß es noch nicht genau. Wäre ja Quatsch, dann noch die. Ja, wir gucken mal. Na gut, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.